Hallo allerseits, Nagi hier mit einer weiteren Folge des Super Mario Adventskalenders. Heute geht es ganz um das Spiel Donkey Kong, wie ihr hier seht. Das Spiel, das Mario und Donkey Kong ins Rampenlicht gestellt hat. Ich werde mal kurz gucken, ob ich den ersten Level auf die Schnelle beenden kann. Natürlich will ich jetzt nicht nur kurz die NES-Version zeigen. Ich wünschte, ich hätte mal ein bisschen Videomaterial von der Arcade-Version, also die Original-Spielhallen-Version, aber aus lizenzrechtlichen Gründen kann Nintendo diese Version nicht mehr veröffentlichen, auch nicht auf der Switch, wo jetzt diverse Arcade-Spiele neu veröffentlichen werden. Da ist wohl irgendwas von wegen, dass Nintendo nicht die Rechte hinter der Arcade-Technik des Automaten besitzt. Irgendwie sowas in der Art. Ich habe die genaue Story leider nicht mitverfolgt, aber aus rechtlichen Gründen kann Nintendo die Original-Arcade-Version von Donkey Kong nicht veröffentlichen. Aber ich wollte heute sowieso eine ganz andere Version des Spiels zeigen. Nämlich die erste Handheld-Version von Donkey Kong. Und wenn jetzt einige meinen, dass ich das Gameboy-Donkey Kong zeigen möchte, nein, weit gefehlt. Wir werden uns heute einer Version widmen, die um einiges älter ist und um einiges primitiver. Aber ich finde, es ist dennoch ein interessantes Stück Mario und Donkey Kong-History. Aber ich denke mal, jetzt, wo ich schon so weit gekommen bin, werde ich mal kurz den Level beenden. Es zumindest versuchen. Dann haben wir quasi heute zwei Spiele in einem. Das ist eine Sache, die generell sehr schade ist, dass die NES-Version von Donkey Kong einen ganzen Level nicht hat. Die Arcade-Version hatte ja 4 Level und die NES-Version hat nur 3. Es gab dann später für die Wii und für den 3DS eine Version von Donkey Kong, die alle 4 Level besessen hat. War immer noch die NES-Version, aber sie war halt geupdatet, sodass sie den extra Level bekommen hat und einige fehlende Animationen. Aber heute soll es um diese Version gehen von Donkey Kong, nämlich die Game & Watch-Version. Und schwuppdiwupp sind wir auf dem Nintendo DS gelandet, denn die Game & Watch-Version von Donkey Kong wurde vor einigen Jahren neu für die Game & Watch Collection für den Nintendo DS neu released. Die konnte man im Club Nintendo Sternekatalog bekommen. Wer erinnert sich noch daran, ein schönes Ding war das. Konnte man alle an Goodies bekommen, Soundtrack, CDs, Figuren und alles mögliche Gedöns. War auf jeden Fall schön und dieses Spiel war auch mit dabei. Konnte man, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sterne man dafür hergeben musste. Auf jeden Fall, das ist die erste Handheld-Version von Donkey Kong auf dem Game & Watch System. Und man merkt, das ist wirklich eine ganze Ecke primitiver als das, was wir vorhin gesehen haben. Aber es ist noch relativ nah am Originalspiel dran und hat sogar ein paar eigene Twists. Natürlich gibt es hier die rollenden Fässer, die auf einen zukommen. Aber auch Plattformen über den Köpfen von Mario. Über den Kopf von Mario, meine ich. Wenn man gegen die springt, dann, ja, dann tut das ganz doll weh und man verliert ein Leben. Das muss man dann ganz gut beachten mit den rollenden Fässern. Manchmal muss man sich ein bisschen nach unten begeben, um den Fässern auszuweichen. Damit man sich nicht noch gleichzeitig in den Kopf stößt. Ich habe auf Game Mode B gespielt. Also ich spiele jetzt auf Game Mode B. Das ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Weil sonst wäre es ja ein bisschen zu einfach. Ich meine, man konnte auch irgendwie damals bei den Game & Watch Modellen den Sound ausstellen. Weiß aber gerade nicht, wie das hier geht. Ich könnte natürlich einfach den 3DS leise machen. Aber wie man sieht, da oben sind 4 Schlösser angebracht und wir müssen alle 4 Schlösser aufbrechen, um Donkey Kong zum Fall zu bringen. Ich weiß, das ist jetzt nicht das spannendste Spiel der Welt, aber das war halt auch quasi der Vorgänger des DS. Ich meine, seht euch an, 2 Bildschirme. Das Game & Watch hatte ja ein ähnliches Design, also manche Modelle hatten ein ähnliches Design wie der Nintendo DS, dass sie halt 2 Screens hatten und das Gameplay so erweitert werden konnte. Hier muss ich nochmal kurz den Schlüssel zum Schwingen bringen und dann zack, kommen wir auch hier rüber. Und auch ein Fun Fact, mein erstes Videospiel in dem Sinne war, ich sage ja immer, mein erstes Videospiel war das NES mit Super Mario Bros. Aber das erste Videospiel, was ich gespielt habe, war auch so ein LCD-Spiel, so ein Game & Watch-artiges Spiel. Ich weiß nicht mehr, welches das war, es war irgendwas mit Flugzeugen, glaube ich. Aber ja, kleiner Fun Fact, das war so gesehen mein erstes Videospiel. Wenn man das hier als Videospiel bezeichnen kann. Es gibt ja Leute, die sagen, Game & Watch-Spiele oder LCD-Spiele generell zählen kaum als Videospiele, weil die ja auch wirklich ziemlich primitiv sind. Aber auch hier gibt es wiederum gute Spiele und schlechte Spiele. Und das hier ist, wie ich finde, ein rundum gelungenes LCD-Spiel. Jetzt wollen wir nochmal gucken, ob wir Donkey Kong nicht zum Fall bringen können. Natürlich wird es jetzt ein bisschen schwierig. Da kommen mehrere Plattformen, da kommen mehrere Fässer auf uns zugerollt. Und eine Sache, die auch mal interessant ist, es ist noch nicht mal klar, ob wir wirklich Mario spielen. Ich meine, es ist Donkey Kong, wir nehmen einfach mal an, dass wir Mario spielen. Aber in der Anleitung des Spiels
wird er einfach als der Held bezeichnet und nicht als Mario. Jetzt könnte man also debattieren, dass dies hier gar kein Mario-Spiel ist, aber hey, es ist Donkey Kong, wenn das nicht Mario ist, wer soll das dann sein? Und da fällt Donkey Kong, Pauline ist gerettet, wir bekommen einen Kuss oder zumindest einen Kuss zugeworfen. Ja, man könnte jetzt sagen, wir haben das Spiel durchgespielt, aber Sinn und Zweck dieser ganzen alten LCD-Spiele war es ja, einen Highscore aufzustellen, dass man möglichst weit kommt. Und ich finde, es ist wirklich ein interessantes Stück Donkey Kong History. Und ich würde gerne mal mehr Original Game & Watch Spiele besitzen, aber die sind leider alle ziemlich teuer, wenn ihr mal da auf eBay nachguckt. Da zahlt ihr ein halbes Vermögen für ein paar Originalteile. Aber Nintendo hat ja dann vor einigen Jahren, und bringt sie glaube ich immer noch raus, die Nintendo Mini Classics, kleine Gameboy-Version von den LCD-Spielen, die sie damals rausgebracht haben. Die sind halt wirklich aus wie ein Gameboy, ich benutze einen davon als Schlüsselanhänger. Und ich meine, Donkey Kong wurde auch mal neu veröffentlicht. Es gab dann sogar Spiele wie Super Mario Bros. Und Legend of Zelda als Game & Watch Spiele. Und da habe ich jetzt verkackt. Exit. Reicht dann auch. Auf jeden Fall, das war die Game & Watch Collection Donkey Kong im Speziellen. Hoffe, ihr fandet das ein bisschen interessant, einen kleinen Einblick in Nintendos Vergangenheit zu bekommen. Es war jetzt nicht das aufwendigste Spiel und wir haben jetzt nicht die längste Folge von allen heute gemacht. Aber ich finde, es ist mal ein bisschen Variation angesagt und dieses Spiel ist durchaus zeigenswert. Also dann, vielen Dank fürs Dabeisein, Leute. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.